Ja, sehr vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kollegen. Wenn ich eines in den letzten zwei Jahren hier gelernt habe, dann das, dass es leider nicht immer darum geht, Recht zu haben, sondern am Ende nur darum, Recht zu bekommen. Und dass wir mit unserem Antrag Niedersächsische Offensive für bezahlbares Wohnen in allen zentralen Punkten Recht gehabt hatten, zeigte die Anhörung der Landesregierung. So war einer unserer Hauptforderungen, eine Landeswohnungsbaugesellschaft wieder ins Leben zu rufen, nachdem die NILEG von der SPD-Regierung damals 1995 an die NordLB ausgegliedert worden war und CDU und FDP 2005 nicht verhindern konnten, dass diese dann verscherbelt wurde an Spekulanten. Das Fachministerium bestätigte dann in der Anhörung, und ich möchte hier einmal zitieren, dass es in Zukunft darum gehen muss, zu erreichen, dass Bauland und Boden noch stärker als in der Vergangenheit der Fall war, in das Eigentum der öffentlichen Hand überführt werden kann. Und dass es darum gehen muss, wie Wohnraum, der auf Grundstücken und Besitz der öffentlichen Hand errichtet wird, in öffentlicher Hand bleibt. Denn es geht darum, bezahlbares Wohnen auf Dauer zu sichern und vor allen Dingen Bauland und Boden der Spekulation zu entziehen. Und dann kann man zu einem späteren Zeitpunkt einen zweiten Akteur, nämlich eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, aufbauen, die dann Bestandhalter ist. Werte Kollegen, daher wäre es wichtig gewesen, auf der Grundlage, auch auf der Grundlage der Ergebnisse des Bündnisses für bezahlbaren Wohnraum, heute ein starkes Signal abzugeben, welches die Schaffung einer Landeswohnungsbaugesellschaft befürwortet. Denn eine Landeswohnungsbaugesellschaft, wie eben das Fachministerium es auch in der Anhörung bestätigt hat, würde nicht als direkter Konkurrent zu kommunalen Strukturen bestehen, sondern nur dort agieren, wo keine Strukturen vorhanden sind oder wo schwache Strukturen sind und dort als Unterstützer agieren. Als weiteres bestätigte das Fachministerium unsere Forderung, dass die Beschleunigung der Bauvorhaben von elementarer Wichtigkeit wäre. Hier wäre die Digitalisierung eine wichtige Lösung, die weiter vorangetrieben werden muss, denn viele Antragsteller ist die Wartezeit doch nur zum Verzweifeln. Auch weitere Punkte aus unserem Antrag wie die Stärkung der N-Bank oder die Anpassung der Baunutzungsverordnung und die Forderung nach Ausweitung von Gebieten für geförderten Wohnraum sind Aspekte, die die Baulandkommission ebenfalls empfiehlt und in die Form der Novellierung der NESWO, also des niedersächsischen Gesetzes zur Erschaffung zusätzlichen Wohnraums, einfließen sollten. Wir als AfD-Fraktion bleiben dabei. In Zeiten, in denen beispielsweise eine Politik in Berlin durch sozialistische Mietendeckel und Enteignungsgesetze an ganz dunkle Kapitel in unserer Geschichte erinnert, sind kluge Ideen gefragt, welche staatliche Investitionen genauso stärken, Herr Kollege, wie die Eigeninitiative der Bürger. Vor dem Hintergrund einer Wohnungsnot in den Ballungsgebieten, welche die Ursache in einer teurer werdenden Mobilität hat, und vermehrte Single-Haushalte und einer verantwortungslosen Einladung zur Massenmigration durch Familiennachzug andererseits, zeigt unser Entschließungsantrag einen Fahrplan auf, welcher finanzierbar, gerecht, sozial verträglich die Wohnungsnot in Niedersachsen nachhaltig lindern kann. Ich sagte eingangs, werte Kollegen, Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Mein Fazit aus dieser ganzen Beratung ist, wir haben Recht, wir haben auch Recht bekommen von der Landesregierung, aber Ihnen sind parteipolitische Spielchen wichtiger und deswegen werden Sie diesen Antrag jetzt ablehnen zum Schaden der Bürger in Niedersachsen. Ich danke Ihnen.